Ja, Freunde des gepflegten Gases, willkommen zurück. Heute habe ich mal was Besonderes. Ich bin nämlich hier gerade dran. Ich mache kurz Pause, weil das ist nämlich hier Venus und es ist Station, hier ist Schwierigkeitsgrad. Ich habe mir gerade was so überlegt, wie ich so einen Start machen könnte und wie das eventuell funktionieren könnte. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, dass ich halt natürlich schnell die Atmosphäre aus meiner Base rauskriege. Und da will ich euch jetzt mal was zeigen, was jetzt gerade passiert. Ich habe nämlich gerade vorhin, also ich habe jetzt neu reingeladen, aber vorhin hatte ich 200 Megapascal in einer Pipeline drin und das hat die Pipeline überhaupt nicht gestört. Ich hoffe jetzt mal, dass es weg ist, aber wenn nicht, dann mache ich es jetzt, habt ihr es jetzt auf Video. Ich probiere es nochmal, was ich vorhin gemacht habe. Hier ist gerade die Pipeline, die ich rausgelegt habe. Ja, das passt sich eigentlich sogar schon soweit. Ich will jetzt einfach nur, dass sie explodiert. Das sieht man es noch ganz früh im Spiel. Um 50 Bar, jetzt hört das Ding hier auf. Schnell wieder ausschalten, Strom sparen. Und jetzt war der Plan eigentlich, ich schraube die Pipeline jetzt zurück, das Gas wandert weiter nach vorne, der Druck steigt, die Pipeline explodiert und ich habe einen schönen Auslass. So habe ich das bisher immer gemacht, da ist es schon wieder. Ja, schaut euch das an. 200 Megapascal in der Leitung. Sie knarrt doch nicht mehr, ne? Kein Stress, alles easy. Ja. Das Spiel, Spiel stresst mich, Spiel überfordert mich. Das brauche ich unbedingt, sonst geht mein ganzer Plan nicht. Irgendwelche kreativen Ideen. Ich kann auch mehr reinpumpen. Ich pumpe mal richtig viel rein. So, im Moment habe ich keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Wir schauen mal, vielleicht hilft das ja. Schade, schade. Es wird ansonsten, glaube ich, wäre das echt ein guter Start. Du sagst das. Hier ist alles low. Meint ihr, wie viel Megapascal sind das jetzt in der letzten Leitung? Megapascal. Alles kein Problem. Die Leitungen sind unzerstörbar. Boah, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Vielleicht, weil sie mit dem Frame verbunden ist. Kann das sein? Ich gehe jetzt einfach mal blöde raus. Probieren wir es mal so. Das hört sich schon mal gut an. Da passiert Schaden, oder? Nee. Kein Schaden. Okay, wie viel haben wir drin? 84. Aber es hört sich an, als ob Schaden passieren würde, oder? Ja, sie ist explodiert. Okay, dann kriege ich es doch hin.
Dann ist es echt, wenn das Ding am Frame hängt, ist die Leitung unzerstörbar. Okay, gut zu wissen. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, ich starte jetzt eine Serie. Hardcore Survival on Venus auf Stationless Level. Oder muss ich hier echt nochmal neu anfangen? Ich meine eigentlich, okay, ich habe hier Würfel hingebaut, einen kleinen Raum. Eigentlich kann man doch gleich ab hier weitermachen, oder? Bin eh schon am Sterben, schau. Komm, ich mache ab hier weiter. Aber da wird dann eine neue Serie anfangen. Das war jetzt nur mal als beiläufige Info. Dann starte ich jetzt eine neue Serie. Bis dann, bye bye.